Nach langem Überlegen und vielen Gesprächen zwischen uns planen wir jetzt eine Weltreise. Und wir wollen euch von Anfang an dabei haben. Daher sprechen wir heute mit euch über unsere Ängsten und Hürden, die wir noch überwältigen müssen, und erzählen euch, was uns zu diesem großen Schritt bewegt hat. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Olli. Ich bin Julia und wir planen eine Weltreise. Was hat uns zu diesem Schritt bewegt? Schon in jungen Jahren wollte ich schon die Welt sehen. Ich wollte schon mal alle 7 Weltwunder gesehen haben. Ich wollte mal eine Amerika-Rundreise machen. Australien wollte ich auch schon immer hin. Aber bis jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, ist das immer noch nicht passiert. Und zwar, man hat nur 30 Tage Urlaub im Jahr. Man hat einen 40-Stunden-Job. Und wann soll man das denn bitte machen? Und dann spricht ja auch noch mal das Geld eine wichtige Rolle. Deshalb haben wir uns entschieden, mal wirklich eine Auszeit zu nehmen, unseren Job zu kündigen, unsere Wohnung zu kündigen und dann auf Weltreise zu gehen, dass man auch mal das sieht, was man sehen möchte. Ja, mir ging es dabei ähnlich. Also wir beide eigentlich auch schon, bevor wir uns kannten. Aber man wusste halt nie so wirklich, wie wir das umsetzen sollen. Und jetzt zusammen haben wir gesagt, wir gehen diesen Schritt, wir geben mal alles auf und starten einfach los. Ja. Wo und wie lange wollen wir verreisen? Ja, wir wollen uns einmal relativ grob über den Globus verteilen. Wir sind noch an der Routenplanung, die steht noch nicht in Stein. Aber wir wollen wahrscheinlich so um Australien starten, Asien hoch nach Afrika, Südamerika, bis es in den USA dann irgendwann zu Ende geht. Europa wollen wir dabei erstmal skippen, weil wir davon in den letzten Jahren immer mal wieder in unseren kleinen Reisen schon viel gesehen haben und wir das auch später immer noch wieder mitnehmen können, wenn wir wieder nicht so weit weg können. Wie lange wir unterwegs sind, da wollen wir uns jetzt nicht ganz genau festlegen, aber so plus minus ein Jahr ist aktuell angesetzt. Welche Bedenken haben wir? Ja, natürlich keine. Nee, Quatsch. Jeder hat Bedenken, jeder hat Ängste. Ja? Und viele trauen sich auch nicht auf Weltreise zu gehen, weil das echt ein ganz großer Schritt ist. Man sieht natürlich immer, dass jeder sagt, das muss man mal gemacht haben, das soll man mal machen, aber alleine die Planung dahin, beziehungsweise der Schritt dorthin, von wegen Wohnung aufgeben, Job kündigen, auch Job. Julia fühlt sich zum Beispiel im Job gerade richtig wohl, will den Job eigentlich nicht aufgeben. Und das sind richtig große Herausforderungen, die noch auf uns zukommen. Ja, und wir haben auch mehrere Ängste. Also wir haben auch schon gemacht, wenn wir auf Weltreise sind, was ist denn, wenn das und das passiert? Was ist, wenn das passiert? Oder wenn in der Familie einer krank wird, dann müssen wir die Weltreise abbrechen. Und wir haben auch schon ein bisschen Kritik gekriegt, zum Beispiel bei mir. Meine Arbeitskollegen haben dann gesagt, bist du bekloppt, eine Weltreise zu machen, die ganze Wohnung aufzugeben? In 2 Jahren findest du keine Wohnung mehr, weil das immer weniger wird und dann hängt ihr auf der Straße. Sowas muss man sich dann anhören. Und Leute, ich sag euch was. Erstmal erzählt das nicht jedem, das müsst ihr nicht jedem erzählen. Zweitens, macht das, was ihr wollt. Hört auf euer Herz und nicht auf jemand anders. Und drittens, viele sind auch auf jeden Fall vielleicht neidisch, dass wir diesen großen Schritt machen und die sich eventuell nicht trauen. Ne? Also macht euer Ding, lasst euch von anderen nicht unterkriegen. Nehmt die Kritik vielleicht an, könnt ihr drüber nachdenken, aber macht das bitte nicht relevant daraus. Und wenn man alles vernünftig plant und eine vernünftige Struktur hat, dann ist es auch machbar, das zu schaffen. Und auch wenn ihr keinen Travel Buddy dabei habt, so wie wir jetzt, sondern alleine auf Reisen geht, schreibt euch trotzdem einfach mal eure Ängste auf und ein paar Tage später, wenn ihr etwas reflektiert habt, versucht ihr dazu Lösungsansätze zu finden. Einfach mal wirklich Worst Case, was könnte im schlimmsten Fall passieren, einfach mal aufschreiben und versuchen, jetzt schon rauszufinden, was ihr in dieser Situation tun würdet. Und dann werdet ihr merken, dass am Ende des Tages alles eigentlich gar nicht so schlimm ist oder selbst die schlimmsten Sachen zu bewältigen sind. Würdet ihr auch auf Weltreise gehen wollen? Plant ihr die zufällig oder habt ihr die schon hinter euch? Schreibt das mal in den Kommentaren, wir sind echt neugierig. Wie vereinbaren wir das mit unserem Leben in Deutschland? Genau, Olli hat es schon angeschnitten. Wir werden unseren Job aufgeben, unsere Wohnung aufgeben, einfach uns möglichst wenig binden in Deutschland. Weil wenn du die Wohnung behältst, dann musst du die natürlich entsprechend auch finanzieren. Wir hatten überlegt, ob wir sie untervermieten, aber das dürfen wir zum Beispiel gar nicht. Ne? Da vielleicht auch euch schlau machen, vielleicht ist das eine Option. Ansonsten in unserem Fall die Wohnung komplett aufgeben, den Job kündigen. Wenn ihr nach Hause kommt, ihr werdet schon einen neuen Job finden. Daran wird es nicht scheitern. Auch eine neue Wohnung. Genau, auch eine neue Wohnung. Lasst euch da keine Angst machen. Ja. Irgendwo gibt es immer was. So, und wenn es vielleicht nur was für ein Übergang ist, dann kann man sich immer noch wieder auf die Suche nach was Festem machen. Aber ihr werdet schon nicht auf der Straße sitzen, wenn ihr zurückkommt. Genau, das geben wir auf jeden Fall auf. Viele unserer Sachen
würden sowieso keinen Umzug mehr überleben. Das kommt dann auf die Tonne oder wird nochmal günstig verkauft, sodass wir eigentlich auch gar nicht mehr viel Ballast haben. Und das, was wir noch haben, verteilen wir auf Eltern, Freunde in die Keller. Das ist dann wirklich nicht mehr viel. Und wenn man dann zurückkommt, dann eine neue Wohnung und quasi von vorne anfangen. Viele haben uns auch schon vorgeschlagen, einfach ein Sabbatjahr einzulegen. Aber da ist dann auch wieder unser Problem, wenn wir das machen, also quasi einfach unbezahlten Urlaub oder sowas im Job nehmen, dann sind wir aber trotzdem gebunden an dieses eine Jahr zum Beispiel. Wir haben zwar jetzt auch ungefähr auf ein Jahr festgelegt, aber wir wollen halt auch uns nicht die Chance nehmen lassen, dass es 13, 14, 15 Monate sind. Dann ist es halt so. Wir wollen nicht diesen Termin, wir müssen dann zurück sein, weil dann das Leben wieder so anfängt, wie es vorher war. Ja. Wie finanzieren wir diese Reise eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben tatsächlich ja schon vor 2, 3 Jahren haben wir schon gedacht, so langsam Weltreise, das kommt irgendwann auf uns zu. Das heißt, wir haben wirklich schon runtergeschraubt, wie Julia auch schon angesprochen hat. Unsere Bude ist auch nicht mehr die schönste, also unser Kleiderschrank, unsere Couch. Oh Gott, wenn ihr die sehen würdet. Wollt ihr die sehen? Schreibt das in den Kommentaren oder gebt uns einen Daumen hoch und dann kriegt ihr vielleicht noch eine Couch zu sehen von uns. Also, ne? All diese Sachen, die andere Leute schon längst ersetzt hätten, die fliegen bei uns halt immer noch rum, weil wir irgendwie gerade keinen Sinn dahinter sehen, ja, jetzt da in eine neue Couch zu investieren. Ja. Nee, wir haben natürlich viel, viel gespart die letzten Jahre, so gut wie es geht. Und nebenbei haben wir ja noch unseren YouTube-Kanal. Wir hoffen, dass er irgendwann monetarisiert wird. Wir sind auch gerade dabei, so ein bisschen unseren Online-Business aufzubauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne mal reingucken. Wir haben einen Spreadshop eröffnet und so weiter und so fort. Da versuchen wir so ein paar kleine Taschengeldeinnahmen nochmal auf der Weltreise zu bekommen. Damit sollten wir erstmal über die Runden kommen. Sollten aber alle Stricke reißen und das Budget doch nicht so hinhauen, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir uns auch jetzt schon, sind wir langsam dabei zu informieren, wie das funktionieren würde, falls man denn in Australien zum Beispiel arbeiten gehen möchte, dass wir da eben dann nicht da stehen und denken so, oh, wie geht das eigentlich? Also da versuchen wir uns auch jetzt schon für den Fall der Fälle zu informieren. Ob wir in Australien etc. arbeiten gehen, das wissen wir aber jetzt noch nicht. Wir halten uns das noch etwas offen. Ja. Was kommt jetzt die nächste Zeit auf uns zu? Ja, wir stecken gerade ganz intensiv in der Vorbereitung und nehmen uns ganz, ganz viel Zeit dafür. Wir haben nämlich schon einen Termin im Kopf, wann wir ungefähr los möchten. Den verraten wir euch aber noch nicht, weil, wie wir eben schon sagten, verratet nicht zu viel, wenn nämlich am Ende dann vielleicht doch wieder irgendwas dazwischen kommt, dass es sich nach hinten hinauszieht. Dann ist das Geschrei hintenrum nämlich wieder groß. Ne? Ach, ich wusste das und ah, das war klar, das war viel zu kurzfristig, das konnte ja gar nicht klappen. Ja. Das wollen wir so ein bisschen vorbeugen. Wenn wir uns irgendwann sicherer sind und das Ganze immer näher kommt, dann verraten wir euch gerne natürlich auch das Abflugdatum. Aber das steht noch nicht ganz fest, da möchten wir uns noch ein bisschen bedeckter halten. Das ist auch so gemacht, wir haben uns eine Liste gemacht. Wir haben jeden Monat aufgeschrieben, März, April, Mai, Juni, Juli, August und so weiter und so fort. Und da haben wir dann aufgeschrieben, was zu diesem Monat gemacht werden muss. Wir haben uns schon unsere Versicherung angeguckt, unsere ganzen Verträge, die wir haben. Die müssen wir natürlich rechtzeitig kündigen, weil wir in der Weltreise natürlich keine Zahlung mehr haben wollen, die wir gar nicht mehr nutzen, wie zum Beispiel einen Handyvertrag. So, und dann haben wir schon mal geguckt, wann die Kündigungsfristen sind und dann haben dann zu diesem jeweiligen Monat gesagt, das und das muss gekündigt werden. Versicherung, Haftpflicht muss gekündigt werden, Hausrat muss gekündigt werden und so weiter. Ja, und das würde ich als Planung auch definitiv empfehlen. Alles aufschreiben, was ihr mal gemacht habt. Nicht überall durcheinander, weil wir haben das nämlich jetzt festgestellt. Wir hatten Handy-Notizen, wir hatten tatsächlich noch Notizbücher, da hatten wir mal was reingeschrieben und Screenshots gemacht und alles durcheinander gewesen. War schön und gut, wir hatten viel Info, aber das war überhaupt nicht sortiert, gar nichts. Deshalb haben wir das jetzt alles mal auf ein Dokument geschrieben. Und jetzt wissen wir auch jeden Monat, was zu tun ist, was wir machen müssen. Zum Beispiel auch einen internationalen Führerschein beantragen. Wann müssen wir das machen, dass wir dann unseren Termin auch einhalten können? Ansonsten kommen natürlich auch so ein paar andere organisatorische Dinge in nächster Zeit auf uns zu. Wir müssen uns um eine Auslandskrankenversicherung kümmern, um eine gute. Wir müssen schauen, dass wir vielleicht auch nach und nach, da sollte man auch nicht zu spät mit anfangen, seine Sachen verkauft, die man eben wirklich dann nicht mehr als Ballast behalten möchte. Das kostet natürlich alles ein bisschen Zeit. Nichts ist von heute bis morgen auf einmal die ganze Wohnung verkauft. Auch das muss eingeplant werden. Und solche organisatorischen Sachen, die kommen in nächster Zeit auf jeden Fall noch auf uns zu. Und da sind wir gespannt, wie wir das so managen. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt oder noch irgendwelche Fragen habt, schreibt das gerne in den Kommentaren. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wenn ihr das nicht in den Kommentaren schreiben wollt und das nicht veröffentlichen wollt. Na, da könnt ihr auch gerne uns anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei euren weiteren Reisen. Genießt es, man lebt nur einmal. Bis zum nächsten Mal, euer Hatsch unterwegs.